Dumba, 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 Adventskalender zur Weihnachtszeit. Adventskalender, weil's draußen schneit. Adventskalender, macht euch bereit für den Adventskalender, denn der ist voll tight. Wow. Ach, ja Mensch, da haben wir doch tatsächlich schon wieder das letzte Türchen. Und wie in jedem meiner Adventskalender habe ich versucht, euch für den heiligen Abend etwas rauszukramen, was man mit etwas gutem Willen als besinnlich betrachten kann. Und mein erster Gedanke fiel dabei sofort auf Shadow of the Colossus, mit seiner einsamen und irgendwie verträumten Welt, in der man, wenn man nicht gerade turmhohe Steinwesen erklettert und absticht, wirklich viel Zeit hat, in sich zu gehen und die Gedanken schweifen zu lassen. Doch als ich nun die Disc mit meiner Remastered-Version für die PS3 aus dem Regal zog, fiel mir Folgendes ins Auge. Da habe ich doch tatsächlich noch das Vorgängerspiel ungespielt im Regal liegen. Und wann, wenn nicht jetzt, würde es sich anbieten, dieses Kleinod endlich mal nachzuholen. Was die Welt und die generelle Stimmung angeht, ähnelt Ico tatsächlich sehr seinen jüngeren Geschwistern Shadow of the Colossus und The Last Guardian. Das nach diesem Spiel benannte Entwicklerstudio Team Ico hat so einen ganz eigenen, unverwechselbaren Stil. Allein die Lichtstimmung mit diesem oft wolkenverhangenen, aber dennoch von gleißendem Sonnenschein durchfluteten Himmel, der sich über monumentale Ruinen alter Kulturen spannt, deren Geschichte niemand kennt. Ihre Spiele sind in einer Fantasy-Welt angesiedelt, die man nicht so recht greifen kann. Fehlendes Worldbuilding würde ich in anderen Medien kritisieren, aber hier ist es, denke ich, Teil des Konzepts. Diese Welt soll nicht bis ins Kleinste ausformuliert werden, man bekommt immer nur kleine Stücke eines großen Puzzles und muss den Rest mit der eigenen Vorstellungskraft auffüllen. Und so auch hier. Und immer stehen die Hauptfiguren im Mittelpunkt des Spiels. In diesem Fall ist das der namensgebende Ico. Dieser wird von Männern aus seinem Dorf in ein gigantisches und magisch versiegeltes Bauwerk gebracht. Ico ist ein besonderer Junge, denn er wurde mit Hörnern geboren. Ein seltenes, aber offenbar nicht ungewöhnliches Phänomen in dieser Welt. Nur leider ist das Schicksal solcher Kinder, dass sie von der Gesellschaft ausgestoßen und in dieses Gemäuer verbracht und in steinerne Sarkophage gesperrt werden. Warum? Wir wissen es zu diesem Zeitpunkt nicht. Und auch nach dem Durchspielen bleibt das Ganze alles ziemlich vage, aber dazu komme ich nachher. Ico kann sich aus seinem Steinsarg befreien und stapft nun mutterseelenallein durch die gigantische Burgruine. Doch schnell stößt er auf ein weiteres Lebewesen. Ein Mädchen mit unnatürlich, fast schon leuchtend weißer Haut, die in einem Käfig sitzt. Ico befreit sie, kann sich mit ihr aber nicht verständigen, da sie eine ihm unbekannte Sprache spricht. Und so nimmt Ico das Mädchen, Jorda ihr Name, bei der Hand und gemeinsam versuchen sie, diesem Gemäuer zu entkommen, wobei Ico sich selbstverständlich in die Rolle von Jordas Beschützer begibt. Und da hätten wir das Kernfeature des Spiels. Beschütze Jorda um jeden Preis. Während Ico schon übermenschlich agil und kräftig zu sein scheint, ist Jorda der Inbegriff von Hilflosigkeit. Dieses zarte und scheinbar zerbrechliche, aber offenbar auch irgendwie magische Wesen zu beschützen, ist fortan Icos Lebensaufgabe. Beschützmissionen sind ja zu Recht eins der unbeliebtesten Features in Spielen, aber hier ist es eben das, auf das es ankommt, und man entwickelt als Spieler schnell Zuneigung und Empathie für seinen weißen Schützling und möchte um jeden Preis verhindern, dass ihr etwas zustößt. Aber was sollte ihr denn in einer leeren Burg zustoßen? Nun, schnell wird klar, dass es da noch eine weitere Partei gibt, die ganz und gar nicht erbaut darüber ist, dass Jorda ihrem Gefängnis entkommen ist. Und diese ominöse Entität schickt unseren beiden Flüchtenden schwarze Schattenwesen nach, die Jorda wieder einfangen sollen. Immer wieder muss Ico seinen Schützling also gegen diese körperlosen Angreifer verteidigen, bevor diese Jorda entführen können. Dankenswerterweise sind diese Rauchmänner nicht so körperlos, wie sie wirken, und lassen sich von Ico mit einer Dachlatte verdreschen. Später bekommt der Junge auch mal hin und wieder ein Schwert in die Hand, aber der Effekt auf die schwarzen Unholde ist, soweit ich das sehe, derselbe. Macht ja auch irgendwo Sinn. Einer Rauchschwade ist es schließlich auch egal, ob man mit einem Schwert oder mit einer Holzlatte auf sie einhackt. Es reicht, auf den Angriffsknopf zu hämmern, damit Ico seine Waffe schwingt. Sowas wie Ausweichen oder Blocken gibt es nicht. Das Schwierige und ehrlich gesagt auch das Ätzende an den Kämpfen ist, dass die schwarzen Gestalten meist mega agil sind und Ikos Schlägen ständig durch Fliegen, Springen oder im Boden versinken ausweichen. Die schwarzen Viecher haben Jahre später übrigens nochmal eine Karriere bei Legacy of Kain gestartet, wo sie dann Kain und Raziel auf den Sack gegangen sind. Ist das so? Das Kämpfen ist also ganz schön friemelig. Es gibt auch keine Schadensanzeige. Ico kann im Kampf nicht sterben. Wird er erwischt, haut es ihn zwar erstmal um,
Die Herausforderung besteht aber darin, sich rechtzeitig wieder aufzurappeln, bevor die Nebelmänner die gute Yorda in eins ihrer schwarzen Portale verschleppen können. Sollten sie das schaffen, ist das Spiel verloren. Es gilt in diesem Fall also, schleunigst hinterher zu spurten und Yorda wieder aus dem Portal zu ziehen, bevor sie darin versinkt. Oberstes Gebot im Kampf ist also, immer in Yordas Nähe zu bleiben. Und das gilt auch für den Rest des Spiels. Wenn nicht gerade gekämpft wird, gilt es, sich den Weg durch die riesige Burg zu bahnen und dabei nicht nur für den agilen Ico, sondern auch für die eher unsportliche Yorda den Weg zu ebnen. Diese kann zwar kleinere Hindernisse überwinden und Leitern erklettern, da hören ihre Parkour-Fähigkeiten aber schon auf. Ico hingegen kann hangeln, klettern, schwimmen, schwingen und Dinge heben oder schieben. Die Burg ist ein einziges riesiges Puzzle, das wir mit Ico Stück für Stück lösen, um den Weg nicht nur für ihn, sondern eben auch für Yorda passierbar zu machen. Die Rätsel sind in der Regel ziemlich okay lösbar. Ich gebe zu, an manchen Stellen habe ich eine Komplettlösung konsultiert, aber das hauptsächlich, weil ich für den Kalender etwas unter Zeitdruck stand und nicht Stunden mit Rumrennen und Ausprobieren verdaddeln wollte, was aber vermutlich über kurz oder lang die Lösung gebracht hätte. Meist war die Lösung dann aller, ach, das geht auch. Wie zum Beispiel, dass die ansonsten so unagile Yorda an manchen Stellen dann doch weitere Abgründe überspringen kann, sofern sie Ico auf der anderen Seite auffängt. Da kann ich ja lange versuchen, ihr eine Brücke zu bauen. Oder auch diese Stelle hier, an der ich zunächst einfach den einen Schritt zu wenig nach vorne gegangen bin und somit die magische Brücke nicht getriggert habe, mit der an der Stelle aber auch echt nicht zu rechnen war. Aber ansonsten knobelt man sich eigentlich ganz gut durch diese abgefahrenen Gemäuer. Kennt ihr das, wenn ihr rätsellastige Action-Adventures spielt und euch dann irgendwann denkt, wer zum Geier hat denn das bitte gebaut und warum? Dieser Gedanke kam mir hier andauernd. Also die Entwickler haben sich an manchen Stellen wenig Mühe gegeben, die Rätselmechaniken sinnvoll in die Spielwelt zu integrieren. Da begegnet einem des Öfteren mal ein einsamer Schalter, den man nur durch mühsamste Kletterorgien erreichen kann und der dann einen Mechanismus irgendwo am Arsch der Heide auslöst. Aber okay, es ist ein Spiel, das passt schon. Und während Ico sich wie ein Affe durch das Gemäuer hangelt, bleibt das Mädchen in den meisten Fällen passiv an einer Stelle stehen. Gelegentlich sieht sie sich mal etwas um, bleibt aber im Wesentlichen da, wo man sie geparkt hat. Sie ihm folgt oder, und das geht in der Regel schneller, er nimmt sie an die Hand und, man muss es leider so formulieren, schleppt sie hinter sich her. Die Arme tut mir mitunter echt leid, denn so wie Ico an ihr zerrt, müsste er eher das ein oder andere Mal die Schulter ausgekugelt haben. Irgendwie haben die Jungs und Mädels vom Team Ico was mit Figuren, die sehr zappelig animiert sind. Das zieht sich nämlich auch durch Shadow of the Colossus und The Last Guardian. Mitunter wird Icos hibbelige Gangart zum Problem, gerade wenn man auf etwas engeren Passagen unterwegs ist. Man kann zwar durch sanfteren Druck des Joysticks auch langsamer laufen, aber selbst das wirkt immer noch ziemlich hektisch. Hier wäre es durch das melancholische Szenario irgendwie schön, wenn man seine Figur auch mal einen Gang runterschalten lassen könnte, gerade wenn man die zierliche Yorda an der Hand hat und es gerade nicht irgendwie pressiert. Aber abgesehen davon ist dieses Feature, dass man Yorda ständig an der Hand hält, eines, das wirklich dazu führt, dass sich eine Verbindung zwischen den Figuren etabliert. Man möchte das Mädchen unbedingt in Sicherheit bringen und es fühlt sich ätzend an, wenn Yorda einmal von einem losgerissen wird. Das Festhalten von Yordas Hand erfolgt durch das Gedrückthalten der R1-Taste. Ico hält sie so lange an der Hand, wie man den Knopf gedrückt hält. Man kann im Menü auch einstellen, dass das Nehmen bzw. Loslassen der Hand mit nur einem kurzen Tastendruck erfolgt, aber irgendwie überträgt sich die Verbindung zu Yorda besser auf den Spieler, wenn man sie auch auf dem Controller nicht loslassen darf. Dieser simple Kniff sorgt tatsächlich für mehr Inversion. Eine Sache muss ich allerdings noch erwähnen, die ich sehr, sehr, sehr ungewohnt und gewöhnungsbedürftig fand, und zwar ist das in diesem Fall die Kamera. In so ziemlich jedem Spiel aus der Third-Person-Ansicht, das ich kenne, ist es ja so, dass die Kamera immer hinter deiner Spielfigur hängt und wenn man die Kamera dreht, so dreht sie sich im gleichen Abstand um deine Figur, sodass deine Spielfigur immer im Bild und immer im Zentrum ist. Nicht so bei Ico. Hier scheint es so zu sein, dass die Kamera je nach Spielsituation an einer festen Position im Raum befestigt ist und wenn man sie dreht, so dreht sie sich nicht um Ico herum, sondern um sich selbst. Das heißt, man kann sich zwar im Raum umschauen, verliert dabei allerdings seine eigene Spielfigur aus dem Blick. Und die Kamera braucht auch nach dem Umschauen wieder ein paar Sekunden, um sich wieder in ihre Ursprungsposition zurückzudrehen. Also diese Art der Kameraführung ist wirklich ungewohnt und hat ein bisschen gebraucht, bis ich mich damit zurechtgefunden habe. Was ich gerne noch erwähnen möchte, ist die Gestaltung der Speicherpunkte. Denn mal ehrlich, was wäre das, was man sich nach einer harten Klettertour durch alte Gemäuer und dem Kampf gegen namenlose Schatten für eine Erholungspause wünscht? Eine Couch.
Ja. Das ist gleichzeitig so unpassend wie passend, dass die beiden zwischendurch einfach mal kurz auf der Couch chillen und dem Wind oder dem Vogelgezwitscher lauschen. Das Spiel verzichtet nämlich weitgehend auf Musik. Die bekommt man nur in Cutscenes zu hören, ansonsten dominieren Naturgeräusche, die mitunter zwar ganz schön laut sind, aber dennoch dafür sorgen, dass man die Einsamkeit der Situation und die Verlassenheit dieser riesigen Ruine spürt. Die Story des Spiels ist sehr minimalistisch und konzentriert sich sehr stark auf die Verbindung zwischen Ico und Yorda. Auch das Ende bleibt ziemlich vage und lässt den Spieler auch nach Beenden des Spiels mit ein paar Fragen, aber eben auch genug Andeutungen zurück, damit man sich das Fehlende selbst erschließen bzw. mit der eigenen Fantasie ausschmücken kann. Ein Konzept, das ja auch Shadow of the Colossus und The Last Guardian weiter pflegten. Und bis heute frage ich mich, ob diese drei Spiele in der gleichen Welt angesiedelt sind. Das Storytelling der Team Ico-Spiele ist so minimalistisch und auf einen winzigen Teilaspekt des Großen und Ganzen konzentriert, dass man sich durchaus vorstellen könnte, dass alles in einer Welt stattfindet. Aber wir werden es vermutlich nie erfahren und das ist einer der tollsten Aspekte. Diese unbekannte Welt, von der wir nur Bruchstücke mitbekommen, von der wir aber sehen, dass es da noch so viel mehr geben muss, wovon wir allerdings nur spekulieren können. Und ganz kurz, nur falls gerade schon jemand in die Tasten haut und mir erklären möchte, wie die Story genau gedacht ist bzw. wie das alles zusammenhängt, ich habe mich bewusst nie mit der Lore, falls es eine gibt, der Team Ico-Spiele befasst. Mag sein, dass das alles schon von offizieller Seite irgendwo haarklein aufgedröselt wurde, aber ganz ehrlich, ich will's nicht wissen. Ich mag diese Spiele so am liebsten, wenn ich mir selbst Gedanken um die Bedeutung des Gesehenen machen kann, ohne alles genau erklärt zu bekommen. Ich wünschte, wir könnten uns in Zukunft auf noch mehr Spiele dieser Art freuen, aber soweit ich das mitbekommen habe, hat sich das Team Ico nach der holprigen Entwicklung von The Last Guardian zumindest teilweise aufgelöst. Wäre schön, wenn da noch was käme, aber wenn nicht, dann sind diese drei Kleinode wirklich etwas, was Freunde von ruhigen und etwas verträumteren Settings gespielt haben sollten. Ico hat als Erstlingswerk der Entwickler sicher noch ein paar Kinderkrankheiten, wie zum Beispiel die schwammige Steuerung und die Grafik, die jetzt nicht zu 100% gut gealtert ist. Aber das schmälert das Gesamterlebnis wirklich nicht. Vielleicht erbarmen sich ja Bluepoint Games noch eines Tages und spendieren Ico auch so ein schickes 1:1 Remake wie bei Shadow of the Colossus. Ich würd's kaufen. Aber auch in seiner originalen Fassung war Ico eine sehr schöne, wenn auch späte Erfahrung, auf die ich sehr gerne zurückblicken werde. Und genau das gleiche gilt auch für diesen Adventskalender. Wie schon in den Jahren zuvor war es wirklich ein großartiges Projekt und es freut mich sehr, dieses Jahr der Gastgeber des Advents-Zwolenders gewesen sein zu dürfen. Es hat wirklich Spaß gemacht zu sehen, welche Spiele sich die einzelnen Creator aussuchen und was sie draus machen. Und ich finde, es sind wirklich 24 unheimlich schöne Videos draus geworden, die mich persönlich mehr als einmal zurück in meine Jugend versetzt haben. Ich weiß, es gibt noch so viele Spiele, die wir hätten besprechen können und allein die Liste an verworfenen Ideen hätte vermutlich einen eigenen Kalender gefüllt. Aber ich denke, so war für den ein oder anderen auch mal ein kleiner Geheimtipp dabei. Und die Silent Hills, Metal Gear Solids und Final Fantasies dieser Welt können wir dann bei einer anderen sich bietenden Gelegenheit abfeiern. In diesem Sinne danke ich allen, die wieder mitgemacht haben, für ihren Einsatz und ihre Aufopferung, teilweise zwei oder noch mehr Videos beizusteuern. Alles Ehrenmenschen und ich freue mich jetzt schon auf den nächsten Kalender. Und natürlich danke ich euch fürs Zuschauen. Eure zu 99,974% super netten Kommentare waren jeden Tag eine Freude zu lesen und ich hoffe, dass ihr mir und den anderen Creatoren, die mitgewirkt haben, erhalten bleibt. In diesem Sinne, frohe Weihnachten, lasst es euch gut gehen, umgebt euch mit Leuten, die euch gut tun, die anderen sind eh nicht so wichtig. Feiert schön, guten Rutsch, brecht euch nix und bis dann.